Ach, wir müssen eine Folge machen. Los geht's. Gut, dass ich Käse geholt habe. Käse ist immer gut. Käse ist das Wichtigste auf der Welt. Ich liebe Käse. Ei, warum sind die Viecher jetzt hier? Waren die ganz schnell schon da? Nee, die waren im Nebenraum. Ach so. Auf dem Rückweg sind sie plötzlich hier. Wahrscheinlich, weil ich den Flammenwerfer jetzt benutzen müssen, ne? Oder durchrennen. Jetzt wahrscheinlich zusammenbauen müssen, aber kannst du ja durchlatschen. Kann ich mich auch ins Wohnzimmer flüchten? Ginge das auch? Probier das mal. Nee, im Wohnzimmer ist jetzt Nest. Stimmt, wir sind ja schon im Wohnzimmer. Ja. Okay, und los jetzt. Einfach durchhacken, weiterrennen. Nee, das Wohnzimmer ist nebenan, da wo das erste Nest war. Falls ihr euch fragt, was macht der liebe Fox, ne? Ich versuche durch das Stativ und unter die Mikrofonständer hinweg Käse zu angeln. Ich könnte dir noch eine schwierige Aufgabe geben. Könntest du quasi durch das Stativ mein Glas greifen und mir was eingießen? Das ist relativ einfach. Ja, komm, du musst auch ein Spiel spielen. Und das hat einen hohen Schwierigkeitsgrad. So, nehmen wir raus. Wir haben das tolle Teil, was wir brauchten. Wir nehmen den Brennergriff mit. Jetzt baust du ihn zusammen, ist er gleich doppelt so groß. Wahrscheinlich. Kombinieren mit dem hier. Siehst du? Ja, Tatsache. Aber hey, er funktioniert. 150. Geile, wirklich geile Sache. Finde ich cool. Ich bin mal gespannt, ob das auch effizient die Dinger ja, da wegmacht. Ich frag's mich, ob es die Margaret wegmacht, wie sie heißt. Margaret! Ich will mal an Oddworld denken. Margaret? Mhm. Warum das? Oddworld, Munch Odyssey. Da gab es diesen einen Doktor. Okay. Ah, super. Der Munch dieses Ding oben in den Kopf implantiert. Und der ruft dann nochmal quer durch die Wohnung seine Frau. Margret! Heißt die Margret? Mhm. Das ist lustig. Margret! Okay, das heißt, wir können ins Wohnzimmer rein und auch die anderen Autos besuchen. Dann schauen einfach mal, was uns das bringt. Naja, wir werden auf jeden Fall in den Raum kommen, wo wir das Teil finden, um durch die Wand zu kommen. Die Kurbel meinst du? Unten rein. Ja. Die Kurbel ist ja unten. Okay. Und dazu müssen wir durch die Wand, da wo die Spinne ist. Ach stimmt. Nee, das ist keine Wand, das ist ein Schrank gewesen, was wir da gesehen haben. Genau, aber da gibt es ein Bodenloch. Okay, dann kommt er jetzt mal zum ersten Mal zum Einsatz. Oh, das braucht ihr aber sehr schnell. Ja, dachte ich schon, ja. Ei, und die greifen mich trotzdem noch an. Kackviecher. Tut mir aber kaum was. Ich war jetzt nah am Feuer. Ich hatte deswegen gemacht. Auch eine Möglichkeit gewesen. Aber hey, hat funktioniert. Wenn auch schnell verbraucht. Was ist da in der Kiste? Was ist in dem Paket? Ih. Kann ich nicht rausnehmen? Doch, konnte ich. Habe ich gestern erst wieder gesehen. Die Maden in dem Ding? Nee, 7. Ah! Gibt's auch Maden. Das da hat mich erwischt. Die Spinnen. Die springen dir in den Rücken und beißen. Oh, das ging flott. Das ging natürlich sehr flott. Brennstoff? Super, noch mehr Brennstoff und noch mehr Brennstoff. Perfekt! Ist im Nest selbst irgendwas drin gewesen? Nee. Mm-mm. Früher war ja immer ab und an mal was drin. Im Bienennest drin? Bei Resident Evil? Gab's doch mal was. War doch mal Munition und so drin. Okay. Ach, siehst du denn deine Freundin hier aus der Küche klimpert so und ich frag mich gerade, wo das hier im Spiel stattfindet. Alles klar, Freunde. Los jetzt. Das ist ja ein auf diesen komischen Film im Film von Kevin allein zu Hause. Ja, stimmt. Komm nicht zu nahe, Punk. Ich gebe dir 5 Sekunden. Dann hast du deinen widerlichen, verkorksten Arsch von meiner Veranda geschoben. Eins. Zwei! Genau. Alles klar, ein Durchgang. Mhm. Oh. Margaret! Die Geräusche sind manchmal echt beunruhigend. Irgendwo sind noch mehr Bienen. Dahinter. Und Margaret. Warum sind die dahinter? Ich prüfe das mal. Das ist da was. Scheiße. Ach, sind die aus der Küche? Jetzt habe ich sie vertrieben, okay. Das geht aber wirklich schnell hier. Hm. Oh, hab ich jetzt die ganze Munition abgefackelt? Jetzt geht die hoch, weißt du? Lauter Querschläge. The fuck? Das geht gar nicht mehr weg? Ah! Die sind doch da! The fuck, was war das denn für ein komisches... Sehr merkwürdig. Wahrscheinlich hatte ich die vorhin neben dem Nest mit abgefackelt und gar nicht gemerkt, dass es so lange dauert.
Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, das haben wir noch nicht lange genug gedrückt. Okay. Du warst davon ausgegangen, dass das sehr schnell geht, und dann ging es doch nicht schnell. Na denn? Haben wir hier jetzt erstmal alles untersucht gehabt, was wichtig war. Na, hinten gab es noch so eine Tür. Keine Ahnung. Treppe wahrscheinlich bloß. Alles klar. Jetzt nach unten. Noch eine Münze davon. Haben wir auch schon gesehen vorhin, es gibt nur 18 im ganzen Game. Haben wir keine Taschenlampe mehr dabei eigentlich? Ist die weg? Du schon wieder. Hi. Und jetzt? Erzähl kein Mist mehr mir. Ich will antworten. Ich weiß. Ich weiß. Du hast recht. Und ich wollte es dir ja sagen. Ist wieder. Aber ich kann mich nur an wenig erinnern und der Rest ist einfach weg. Scheiße. Der Sohn hat ihn. Hat sie. Stimmt. Was dagegen, wenn ich mir Mami kurz ausleihe? Steh da nicht nur so rum. Wieso wollen die uns als Vater haben? Es sind so eine Art Prüfungen. Je mehr wir aushalten, desto mehr mutieren wir und werden am Ende quasi deren Anführer. Dann blicke ich da noch nicht durch. Weil der Jack meint ja auch, sie möchte, dass er ein anderer der Vater wird. Weißt du? Ist schon ein bisschen irritierend. Und schon ein bisschen verwirrend, ja. Schreib mich mal ganz kurz. Vor allem, er sagt ja auch, tu etwas. Dann nimm etwas. Tu etwas dagegen, ja. Alles klar. Oh, jetzt sind die Kräuter halt ein bisschen überschüssig. Ne, da mache ich was draus. Da machen wir was draus. Ich bin gerade so dermaßen verliebt in diesen Weichkäse. Diesen Weichkäse. Der Schraubstock hier. Ich muss mal wieder frittierten Weichkäse machen. Frittierter Weichkäse? Mhm. Ist das Feta? Mhm. Oder so? Ja. Das heißt Weichkäse? Nee. Oh, doch. Okay. Weichkäse heißt das. Ich glaube, das darf halt, ich glaube, Hirtenkäse ist aus Ziegel. Richtiger Hirtenkäse. Ah, das ist Kuhmilch jetzt gerade? Hm? Bäh. Magst du nicht? Nein. Nein. Verdammt. Wow, 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 wow. Hier los. Wow. Sie steht dahinter. Ich bin gerade am Duschen. Und schickt die Spinnen vor allem. Duscht die in Spinnen? Mhm. Okay. Nee, ich mag keinen Feta mit Kuhmilch. Ich nicht? Warum nicht? Sie ist hinter. Was nicht so gut schmeckt. Ich mag den Ziegenkäse richtig mit Ziegenmilch, den mag ich. Na gut. Ist sie nicht aggressiv? Ist sie bloß ein bisschen frech? Nee, ich glaube ich auch aggressiv. Aber? Sie möchte dich scheinbar am Weiterkommen hindern. Okay. Ich hatte Angst, dass sie mich nicht aufhalten kann oder so. Ist sie nicht so stark. Ist sie eher tricky, weißt du? Naja, die war ja auch ziemlich eingeschüchtert von ihrem Mann. Weißt du schon wieder. Die alte Polterhexe. Wo wollten wir jetzt eigentlich hin? Naja. Ach, zu dem Spinnen, zu dem Dingsraum. Mit der Galerie. Genau. Oben. Da muss ich dann einfach links durch. Okay, hätte ich jetzt eh machen können eigentlich. Schauen wir mal nach. Irgendwie gerade keinen so großen Schiss von ihr. Weil sie mich ja durchgelassen hat. So kann man sie ja auch ein bisschen austricksen. Zumindest für einen kurzen Augenblick, ja. Naja, auf jeden Fall ist sie, werde ich dann auf sie aufmerksam, wenn sie sich an ihr befindet. Also dafür erstmal aufmachen muss. Dann erzählt sie auch ständig irgendwas. Okay, wie hat man das gemacht? Hier haben wir ja ganz viel Zeit für, wa? Brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Ja, ganz viel, bis sie kommt halt. Ja, aber sie kommt ja auch nicht, anscheinend. Das war schon richtig. Drehen noch? Das hier, wa? Mhm, genau. Okay, also flüchten wir jetzt durch denselben Ort in den Keller. Mhm. Um dann den Kobe zu holen. Das war's, genau. Genau. Und dann müsste sie ja eigentlich auch wieder auftauchen. Ja, da war sie ja letztes Mal auch ein bisschen OP. Wie die Hexe? Mhm. Die Hexe. Wie heißt sie? Wie heißt sie denn eigentlich hier? Nicht Margret. Ah. Mist, 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 Mist! Scheiße, durch dann. Das ist doch Margret. Ah, heißt die Margret, ja? Ah, Scheiße! Oh, nee! So, nur Würmer. Tausendfüßler. Nee, nee, das sind Ohrenkneifer. Nee. Da waren die Ohren, die hatten Zangen hinten dran. Die ja nicht kneifen an sich, die sind einfach bloß da. Aber Ohrenkneifer sind viel kleiner. Bin manchmal irgendwie nicht ganz sicher, was ich mir hier wurde gerade. War eine Brennstoffzelle. Ich frag mich, ob ich den Brennstoff auch für was anderes gebrauchen kann oder ob er nur hierfür ist. Für deinen Hintern. Wahrscheinlich, um ihn zu desinfizieren oder so. Gab's letztes Mal auch schon zwei Ecken? Ja, gab's tatsächlich. Mhm. Da bist du drin. Dann gehen wir jetzt auch rein. Und dann kamen sie ja. Warum hast du nicht hier ist? Jetzt haben wir wieder die Lampe. Na gut.
Tüchchen. Rasenmäher nehmen wir mal mit. Dann überfahren wir sie einfach mit. Schreddern sie. Ach, noch mehr von diesem Dreck, ey. Eine Chemikalie. Da ist der Kobel. Ist klar. Da ist Mr. Wobble. Ich möchte noch kurz mal gucken, ob ich hier irgendwas noch herstellen kann. Chemikalien habe ich jetzt nicht mehr dabei. Ich habe jetzt nur noch diese Tonika, starkes Heilmittel. Ich hätte das Starke nicht machen sollen. Das ist natürlich ein bisschen doof an mir jetzt gewesen. Weil ich glaube nicht, dass ich hier nochmal hin zurückkomme. Bleibt es dann hier liegen oder ist es ganz weg? Ist ganz weg. Alles klar, so wie in den alten Spielen. Was hast du jetzt weggemacht? Nur eine Flintenkugel, eine einzige. Mach mal so. Okay. Liegt da noch irgendwas hinter? Nee, wir müssen uns die Kurve mitnehmen, dann irgendwie hier lebendig rauskommen. Was man noch erzählen könnte ist... Scheiße, ist sie das? Nee. Dass ich in, nach der Social Movie, nach Resident Evil 7... Boah, das ist ein Vieh! Das ist wirklich ein Vieh! Hau ab! Okay. Schmonz. Auf verschiedenen Accounts noch gepostet hatte, bei Instagram und so weiter, weil ich ein paar Bilder mir angeschaut hatte und dann postete ich unter anderem auch unter Pandoria heißt sie ja, die deutsche Let's Playerin, die mit Gronkh zusammen ist, und postete wenig später nochmal mit meinem Buch-Account. Und auf wen reagiert das? Auf den Buch-Account? Leider nicht auf den Full Game Junk Account, und zwar auf eine vollkommen willkürliche Frage. Das Motorrad aus dem Film, das habe ich da jetzt gesehen, wo kann ich hier oben hoch? Was ist das denn? Kannst du was runterlassen? Eine Brücke? Interessant, was ist das denn? Ne, kannst du was hochholen. Eine Brücke wahrscheinlich. Kannst die Keule reinmachen. Oder? Tatsache, ist das geil. Muss ich das auch selbst machen? Jetzt mach das selbst. Ah, schöne Abkürzung. Und wir mitnehmen. Sehr gut. Auch wieder was aus Resident Evil 1 stammt. Genau, und hatte eben kommentiert von wegen, dass dieses, mein Gott, das Motorrad aus dem Film da herumstand und ich das nicht gesehen hatte. Wo stand das denn? Darauf reagierte sie dann plötzlich. Das stand übrigens überall, mehrfach so. Die wurde immer wieder verlegt quasi auf andere Etagen. Okay, ich lese mal vor. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du? Mit meinen Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Okay. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Das ist die Frau. Du armseliges, verwöhntes Kind! Ich wünschte, du wärst nie geboren worden. Unausstehlich armselig, aber immer so herabschauend auf uns. Und versuchst du, dein Zuhause zu verlassen. Nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du einen Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und... Wow, und der Bild sieht hier als Steak. Wow, das hat aber einen krassen Turn genommen. Kann man eine Brust als Steak essen? Das Schlimme ist, dass das Abschneiden der Brüste unter anderem... Brauchst du nicht durch. Kannst du die Brücke laufen? Ja, natürlich. Entschuldigung. In... Neuguinea, Namibia, ich weiß es nicht. Jedenfalls in einigen afrikanischen Ländern, wo halt die... das einheimische Volk untereinander Genozide begangen haben. Da wurde oftmals dann die Frauen tatsächlich die Brüste abgeschnitten, was wirklich grausam ist. Weil es eine gigantische Wunde, die dabei entsteht. Okay. Und man versucht quasi damit irgendwie die Fruchtbarkeit des Feindvolkes zu verringern, indem man einfach ihnen das wegnimmt. Aber immer jetzt nur mal so an sich rein, rein hypothetisch. Fuck. Ist doch gar kein Fleisch drin, oder? Ach, so nur Gewebe. Ich merkt, ey. Das Fettgewebe. Das größtenteils Fettgewebe, soweit ich das noch im Kopf habe. Das schönste Fettgewebe der Welt übrigens. Ja, stimmt. Stehe ich total drauf. Ussi. Echt, bestimmt. Ich musste aber durch. Also doch, sag ich doch. Die sind wirklich ein bisschen blind, oder? Interessant. Testen wir das mal aus. Kommt aber schon genau hier runter. Geil, ich finde das cool, dass sie so ein bisschen blind sind, dass sie quasi eingeschränkte Sinne haben. Haben auch ein bisschen trübe Augen, allesamt.
Deswegen brauchst du ja auch eine Lampe. Für ihre trüben Augen. Ja. Scheiße. Hallo. Ich kann mich nicht verstecken, das reicht nicht aus, ne? Das ist unpraktisch jetzt, dass die da immer rumläuft. Das ist das Esszimmer, wo ich durch muss. Gibt es hier noch einen anderen Weg durch? Es gibt noch einen anderen Weg durch. Hm. Scheiße. Das hab ich bemerkt, oder? Also sie macht ja nichts. Sie kommt nicht angerannt. Was ist, sie ist oben? Zoe. Es gibt ja nichts. Zoe. Da ist der Altar. Okay. Und das scheinbar Heilmittel. Meinst du, sie kommt mir jetzt genau hier entgegen? Ja, wie ist unten durch? Da kommt sie bestimmt nicht nach. Du fragst, ist jetzt im nächsten Raum wieder? Stimmt, wenn sie da reingegangen ist. Ja, aber jedenfalls versucht man quasi immer die Aufmerksamkeit von berühmten YouTubern irgendwie auf sich zu ziehen. Irgendwie hofft man ja doch mit ihnen Freund zu werden. Aber wird's natürlich nicht. Die haben auch ihre eigenen Freunde. Die brauchen naja, uns klar. nicht. Die brauchen uns definitiv nicht. Man kann halt irgendwie immer nur versuchen, aus eigener Kraft so gut wie möglich zu arbeiten. Ich will nicht immer schießen auf die Art und Weise, wie ich es eben getan habe. Versuch mal noch die Waffe zu wechseln, aber es klappt immer nicht rechtzeitig. Ist sie da drüben jetzt? Keine Ahnung. Nee. Kann dir doch wurscht sein. Ach du Scheiße, ein Riesenvieh. Mein Gott. Ja. Ich hab mal so eine riesen Bremse meinen Fuß gestochen. Eieiei. Ernsthaft, eine Bremse? Mhm. Das ist echt übelst schmerzhaft. Also, Bremsen sind tatsächlich gelten als sehr, sehr schmerzhafte Stiche. Ja. Also das ist wirklich, als würde dir jemand eine Gabel in den Fuß rammen. Und da habe ich tatsächlich bis heute noch eine Narbe von. Wahnsinn. Bist du eine Pussy? Mano. Ja, Wahnsinn, ich kann gar nicht glauben, was für eine Pussy du bist. Wieder mitnehmen? Ja. Aber ich glaube, seit wir unseren lieben Kollegen mit auf die Social Movie Night genommen haben, sind unsere Chancen bei Gronkh sowieso dahin. Ja, das war irgendwie ein bisschen irritierend für alle Parteien. Wie, hat sie mich gesehen? Nö, ja, ich arbeite immer nur vor sich hin. Da bist du, hat sie immer gesagt. Ist das ihr Altar oder muss es irgendeine Kiste? Das ist eine Kiste. Da ist der Schlüssel drin. Klasse. Antike Münze. Für den Fährmann. Jetzt muss ich schon wieder irgendwas loswerden. Ah, mir geht die Munition aus für die Pistole. Also mache ich da was neue Pistolenmunition, würde ich mal sagen. Ach, kein Schießpulver dabei. Scheiße, ist unpraktisch. Soll ich hier so ein Tonikum mitnehmen oder so was? Soll ich das Psychotonikum mal... Du hast doch da Chemikalien, dann kannst du vielleicht noch ein Kraut ja, machen. Ja, aber Schießpulver fehlt. Ja gut, das kann ich machen, ja. Das stimmt. Der ist riesig. Shit. Was ist das denn hier für ein grünes Klopapier. Achso. Fuck, naja, weil ich wieder so ganz doof gestapelt habe. Hm. Ach, Mano. Dann nehme ich jetzt das scheiß Ding ein. Vielleicht finden wir noch unterwegs was. Nee, Moment. Geh hier raus. Da hinten ist doch so eine. Ist doch da nicht der Safe-Punkt? Ach nee, ist nicht. Wasserspeicher. Ach, der ist auf der Seite, ne? Naja. Müssen wir irgendwas wegschmeißen, geht nicht anders. Pech gehabt, schmeiß ich das Ding hier raus. Brauchen wir denn die Kordel noch? Kann ich nicht wissen und dementsprechend, will ich es ehrlich gesagt nicht einfach weglegen. Schade. Alles klar. Hä? Ist doch nur ein Slot? Ja, ja, aber ich hatte auch keinen Slot mehr frei. Überhaupt keinen. Hatte keinen Slot frei. Ach so, weil du das Dings ersetzt hast durch. Ja, genau. Ja. Ja. Okay, und zurück. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Wasserspeicher ist wurscht. Gibt's hier irgendeine Krähentür? Nein, also müssen wir zurück ins andere Gebäude, oder? Nee. Oben gab's eine Krähentür. Hier gab's eine Krähentür. Da, wo sie schrieb, der Altar und meine dicken Titten. Was? Hier? Hoch. Hier gibt's irgendwo. Da komm ich doch gar nicht erst hin. Doch, hier gibt's auch eine Treppe da. Da war schon eine Treppe. Ah, natürlich. Ich habe aus die Tür nicht geprüft. Genau, das war das Problem. Was war das denn? Die Türen sind wieder ein Nest. Ach, das ist ein Nest. Ach, das ist kariert. Jetzt verstehe ich die Muster. Die Zeichen. Hat sie das gemerkt, was meinst du? Hau blind, wie die ist. Ich krieg so auch eine Fuhre ins Gesicht. Die brennt bestimmt schön. Okay, ich laufe gerade durch zur Galerie. Da kommst du schon wieder. Lauf ich hier durch. Auch nicht schlimm, einmal außen rum und dann können wir das auch hin. Oder kann ich da direkt rüberlaufen? Ja, geht auch. Natürlich. Umso besser. Keine Konfrontation mit der alten Nachthexe und ihrer Laterne. Wie geht's mir eigentlich? Geht gut. Es geht mir gut. Ah, ja.
Das ist aber gemein. Das war auch Quatsch, war auch rechts. Scheiße, wir brechen ein. Wow. Ist mir ja glatt der Käse aus der Hose gerutscht, ey. Das wäre auch zu einfach gewesen, ne? Muss ich sie jetzt bekämpfen, oder? Oh Gott, ich zünde mich an, oder? Ja, halt mal. Kann ich auf ihre Lampe ziehen? Ich kann mich bewegen, ich kann mich bewegen. Das geht. Ja, warte aber schon. Ich muss sie irgendwie abwehren, damit sie die Lampe nicht wirft. Ich kann es nicht auf die Lampe schießen. Versuch's doch. Achso. Nee, geht nicht. Geht nicht. Aber du kannst da hochklettern, oder? Wenn sie benommen ist. Kann ich auch nicht. Ich muss sie irgendwie... Oh, sie fällt. Ha! Ich will nicht, dass sie hier ist. Ich will nicht, dass sie hier ist. Dann kletter hoch. Hier? Oh, es geht wirklich. Stimmt, die hat mich blockiert, ja. Hier, gelbe Zeug. Die ist wirklich schwächer, oder? Wo ist sie hin? Sie aufgelöst. Nee, entweder ist sie weggekrochen und abgesoffen. Eins am Bein. What the fuck, ey? Meine Lampe. Die Lampe gehört mir. Der Lampe ist irgendwas. Ich mag sie halt, ihre Lampe. Ich find's halt cool. Das war wieder meine Lieblingslampe. Das ist ihr Altar. Ganz genau. Wow, ey, dass sie hier auftaucht, war ein bisschen gemein, meiner Meinung nach. Okay. Ach, ein Fahrrad, das können wir nicht abhauen. Ring, ring. Oh. Target acquired. Ziel erreicht. Wow. Was ist das denn? Betreffend des Serie-Serums. Den folgenden Objekten in der Lage. Serum. Ich glaube, das ist es. Okay. Das ist wahrscheinlich unterbrochen, oder? Hm. D-Serie Gehirnnerv. D-Serie peripherer Nerv. Und das zeigt quasi an, wo man das machen muss? Oder kann man das mitnehmen? Was habe ich denn jetzt dabei? Ah, nix. Die Materialien für Serum finden. Okay, herstellen. Hey, ihr Hübschen. Ihr kleinen Babys. Babys, okay. Babys. Das ist schön. Ein anderes Resident Evil Game, wo man übrigens auch infiziert werden konnte, eigentlich das einzige, war Resident Evil Outbreak. 1 und 2. File 1, File 2. Verdammten Käfern rumschlagen. Eine Warnung wäre nicht schlecht gewesen. Tut mir leid. Was ist mit dem Serum? Ich hab's gefunden. Aber ich weiß, was wir dafür brauchen. Ein Kopf und Arm einer D-Serie. Das kann nicht stimmen. Ein Kopf? Ich glaube, das okay. Ich weiß aber nicht, wo der Arm ist. Hast du das ganze Haus durchsucht? Nein, noch nicht. Ich muss mir D-Serie. Noch also ist das okay. Massenproduktion von diesen Monstern. Komm zum Wohnwagen, wenn die nach. Genau, Resident Evil Outbreak war damals das einzige Resident Evil, was man online im Koop zocken konnte. Mit bis zu 4 Leuten. Es war sehr unterschätzt, von vielen Seiten auch sehr stark kritisiert. Ui, keine Voodoo-Puppe. Mannequin. Und hatte aber auch eine ziemlich solide Fanbase trotzdem. Guck mal, der Anzug von Mila Jovovich. Hatte trotzdem eine ziemlich solide Fanbase und hat damit dann irgendwann die Server einfach zugemacht wurden. Hm. Waren viele Leute sehr traurig, die quasi mitten im Spiel gingen einfach die Server aus und keiner wusste Bescheid vorher. Hm. Das war eine große, traurige Sache. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht. Irgendetwas stimmt mit dem Kind nicht. Das Baby wahrscheinlich in dem Kasten. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Du bist dran! 15. Oktober. Ich sehe und höre Dinge. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben! Oktober. Habe das Geschenk in den Geheimraum. Hinten im ersten Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Zeichen des Kindes Vertrauen. Ja, okay. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Ein Geheimraum hinten im ersten Stock und wahrscheinlich na, das ist der, ja der hier? Das Baby ist doch da, liegt doch in dem Koffer. Ja, aber wir reden doch von den Armen. Der Arm befindet sich im Geheimraum.
Ach so. Genau, das Baby müsste theoretisch einen Arm weniger haben, deswegen. Das stimmt. Aber die Folge ist schon wieder vorbei. Ich kann es selbst kaum glauben. Hast du einen Arm weniger? Okay. Na gut. Super. Prima. Tschö. Bis dann.